klar, war ja klar, oder? Dass es gleich wieder nicht klappt. Gefällt mir nicht. Besser. Achtung. Sehr gut. Hallo, meine lieben Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen zu unserem Online-Physik-Kurs. Das Klassenzimmer ist leer, keine Stühle mehr da, nichts mehr da, Tische sind draußen, es wird schon geputzt. Stinkt langweilig, aber ich versuche jetzt trotzdem fröhlich Physik zu vermitteln, auch wenn ihr nicht da seid. Ich werde jetzt erstmal anfangen, die Unterrichtsinhalte, die wir zuletzt gemacht haben, einfach zu wiederholen und euch nochmal vorzuführen, gerade was wir die letzte Zeit immer gemacht haben. Unser Panda guckt wie immer zu von oben. Der heißt halt jetzt ab jetzt nicht mehr Panda, sondern Pandemie. Passt ja zum Thema. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen gefällt und ein bisschen Spaß macht. Und ihr könnt mir ja gerne dann ein Feedback schreiben über WebViewer. Und dann legt man jetzt einfach mal los. Viel Spaß. So, bevor wir loslegen, könnt ihr selber ein bisschen mitdenken. Und zwar das Erste, was ich mal wissen möchte, ist, weiß überhaupt irgendjemand, was überhaupt gerade das Oberthema ist? Ich mache jetzt eine Kunstpause, dann könnt ihr das vor euch hinsagen oder aufschreiben. Eins, zwei, drei. Ja, das Oberthema ist Optik. Die Lehre vom Licht. Und den letzten Schülerversuch, den ihr durchgeführt habt, der lautete: besondere Strahlen bei der Konvexlinie. Okay, jetzt könnt ihr euch kurz überlegen, bevor ich weitermache, was fällt euch zu diesem Versuch ein? Habt ihr da was entdeckt? Sind da neue Fachausdrücke aufgetaucht? War da irgendwas Besonderes? Zwei, drei Begriffe könnt ihr kurz aufschreiben, bevor ihr weiterguckt, was euch dazu einfällt, ob noch irgendwas da ist von dem Versuch, den ihr ja durchgeführt haben solltet. Okay, also, so Begriffe wären zum Beispiel, die da aufgetaucht sind, ist schon mal hin. Plankonvex war ein Begriff. Bikonvex. Dann ist aufgetaucht Brennpunkt, meistens mit Groß F, dann Brennweite, Brennweite mit kleinem F. Für manche, die noch ganz gut sich erinnern, ist der Begriff Hauptebene der Linse. Hauptebene der Linse aufgetaucht. Die ganzen Begriffe, die sollten sich jetzt alle klären im Verlauf dieses Versuches. Ich werde jetzt einfach diesen Versuch nachstellen, so wie ihr den gemacht haben solltet oder auch gemacht habt. Und jetzt geht's los.
jetzt reicht's. Also so geht's nicht. Ja? Also es ist auch eure Zeit. Ja? Immer diese Ruhe. Bei dieser Ruhe kann kein Mensch arbeiten. Ja, das geht nicht. Reißt euch zusammen, weil sonst waren wir hier nicht fertig und dann gibt es wieder Probleme. Jawohl! Los! Oh! Ab die Kiste! Baby! Ab nach oben! Ready! Baby! Yes! Gib mal, Baby! 20 Meter! Oh! Chips!